Hallo alle Strandfieger und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video, und zwar der globalen Verschwörung gesunder Lebensmittel. Wenn ich jetzt nämlich bei Google mal eingebe, gesunde Ernährung, das kannst du ja einfach mal parallel zu diesem Video, wenn du willst, selber machen. Ja, dann gehen wir hier oben auf die Seite, ich habe es eben mal schon vorgemacht, gesunde Ernährung eingeben, dann guckst du auf Bilder oder im Web halt, ne? Also auf entweder nach Text oder nach Bildern suchen. Und du siehst hier im Prinzip immer das Gleiche. Du siehst Gemüse, du siehst hier die ganzen Früchte, Obstkörbe. Du hast ein riesen Buffet an verschiedenen Obstsalatsorten und keine Ahnung was. Ja. Und das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel mache hier Healthy Food. Ja, genau das Gleiche auf Englisch. Ja. Deswegen globale Verschwörung. Ja. Wenn du Glück hast, aber nur wenn du richtig, richtig, richtig Glück hast, findest du auf den unteren Seiten irgendwo ganz unten vielleicht mal ein kleines Stück Lachs. Hier haben wir es, ja? Da haben wir das Stück Lachs gefunden. Und der Rest ist im Prinzip alles nur pflanzliche Ernährung und so weiter und so gut. Und das ist natürlich, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Denn wissenschaftlich gesehen sind natürlich tierische Lebensmittel genauso gesund wie pflanzliche Lebensmittel. Und es macht gar keinen Sinn, gesunde und ungesunde Lebensmittel zu unterteilen nach tierisch und pflanzlich. Ja. So ist zum Beispiel in dem Buch Nutrition and Physical Degeneration von Weston A. Price hier auf Seite 81 mal kurz exemplarisch dargelegt, wie verschiedene Indianerstämme in Amerika, die in Nordkanada gelebt haben, aufgrund diesen kalten Temperaturen dort keine oder nur sehr wenig Obst und Gemüse, also Obst sowieso nicht und Gemüse nur sehr wenig essen. Sie ernährten sich hauptsächlich von, und man sieht es hier, Moose and Caribou Meat. Also im Prinzip Moose and Caribou. Caribou ist so eine Art Hirsch und Moose ist im Prinzip ein amerikanischer Elch. Das heißt, diese Kulturen haben sich zu fast 100% aus tierischen Lebensmitteln ernährt. Der Unterschied ist nur der, dass sie nicht nur das Muskelfleisch gegessen haben, sondern dass sie die Organe gegessen haben der Tiere. Die frischen, gesunden Organe der Tiere. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich von einer Verschwörung spreche. Denn hier steht nämlich zum Beispiel, ein paar Seiten davor, ich kreuze mir ja immer alles an, mache mir überall hier Notizen, schreibe mir die ganzen wissenschaftlichen Daten raus und so. Ja? Hier hat zum Beispiel der Autor, der ja diese Völker alle besucht hat, gefragt, warum, weil der eine Indianer gesagt hat, hier Scurvy, das ist Skorbut, is a white man's disease. Ja, früher, das kennen vielleicht einige von euch, diese Krankheit gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Skorbut war so eine typische Seemannskrankheit, als man sozusagen herausgefand, dass aufgrund von Mangel an Vitamin C man halt Skorbut bekommt. Und die Indianer haben gesagt, bei uns gibt es das nicht, bei uns gibt es kein Skorbut. Dann hat er gefragt, wieso nicht? Und dann hat er ihnen gezeigt, was sie machen, ja. The Indians were getting vitamin C from the adrenal glands and organs. Modern science has very recently discovered that the adrenal glands are the richest sources of vitamin C in all animal and plant tissues. Ja. Adrenal glands. Jetzt wirst du dich fragen, was zur Hölle sind denn Adrenal glands? Adrenal glands sind die Nebennieren, also Organe von einem Tier. Und diese haben mehr Vitamin C als jeder von euren Kopfsalaten. Da könnt ihr noch so viel von essen. Nun, und warum ist das jetzt eine Verschwörung? Wir finden hier nirgendwo, wenn ich gesunde Ernährung eintippe, finde ich hier nirgendwo Organe. Irgendwo. Wir haben das im Prinzip aus unserem kompletten Speiseplan rausgestrichen. Ja, es gibt es einfach nicht mehr in unserer westlichen Ernährung. Wir essen das Muskelfleisch vom Tier, was im Prinzip das Minderwertigste ist vom ganzen Tier, aber wir essen nicht die Organe, ja, oder nur sehr wenig. Ja. Und jetzt ist es richtig krass, jetzt passt mal auf, was hier passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe,
ein klassisches Lebensmittel, was wir alle essen, irgendwie. Ja, sagt mal irgendwas. Nährwerte, zum Beispiel Kopfsalat. Ja. Bumm. Das ist jetzt die Bildersuche, überall der Kopfsalat. Dann gucke ich hier, dann sehe ich hier überall Nährwertrechner, bla bla bla, sehe ich überall die Nährwerte, ja. Jetzt gebe ich aber mal ein Nährwerte Nebenniere. Ja, so, da finde ich nichts. Da finde ich bei Amazon Reflexzonenmassage, wahrscheinlich irgendwie, wie ich sozusagen meine Nebenniere stimuliere über die Reflexzonenmassage. Ich finde hier über im Diabetes-Lexikon finde ich, dass die sozusagen, was die Nebennieren irgendwie beim Menschen produzieren und was wichtig ist und so weiter. Aber ich finde nicht die Nährwerte der Nebenniere. Warum? Weil sozusagen keiner von uns mehr Nebennieren ist. Und das, deswegen sage ich, das ist eine globale Verschwörung, weil überall tauchen nur diese ganzen Früchte und Gemüse auf, die ja auf jeden Fall ihre Berechtigung haben. Also dieses Video ist jetzt nicht gegen Obst und Gemüse, nicht falsch verstehen, nicht gleich wieder an die Decke springen, ja, sondern einfach nur, warum findet man darüber nichts auf den ersten Blick, ja. Und das, finde ich, ist schon in gewisser Weise ein kleines Problem. Jetzt gehen wir mal weiter. Habe ich noch was Lustiges gehen. Jetzt guckt euch mal das an. Jetzt sage ich, okay, Nährwerte, Nebenniere ist vielleicht zu speziell. Dann gebe ich mal ein, Nährwerte, Organe. Ja, einzelne Organe. Ich will wissen, okay, welche Organe soll ich essen? Guck mal, was dann kommt. Meinten Sie Nährwerte Orange? Nein, verflucht nochmal. Ich meinte nicht die Nährwerte einer Orange. Ich meinte die Nährwerte von einzelnen Organen. Ja. Und ich hatte ja schon mal ein Video darüber gemacht, welche Organe esst ihr eigentlich vom Tier? Und ja, das wollte ich einfach nur mal allgemein machen, dieses Video nochmal, um einfach zu zeigen, wie einfach komplette Dinge aus unserem Bewusstsein verschwinden und wir sie gar nicht mehr aufnehmen, obwohl wir zum Beispiel, wenn wir die Nebennieren von einem amerikanischen Elch essen würden, wir mehr Vitamin C aufnehmen würden als durch eine Orange. Ja. So viel dazu. Ich finde es immer wieder interessant, solche auch älteren Quellen wissenschaftlicher und hochrelevanter Daten aufzuarbeiten und darüber Videos zu machen. Und ich schreibe ja auch ein Buch sowieso noch allgemein zum Thema Fleisch und so weiter und so fort. Also hier ist jetzt kein Fleisch drin. Aber ich fand es einfach nur interessant, das mal hier an dieser Stelle zu erwähnen. Bin gespannt auf euer Feedback. Esst ihr Organe? Welche Organe esst ihr? Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.